Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Soulforge. Habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, schon jeden Tag immer, aber nicht aufgenommen. Nach der 18. Folge, wieso auch immer. Ich hatte irgendwie keine Lust eine ganze Zeit, okay. Da ich das aber ja alles im Voraus eigentlich wirklich aufnehme, ist das okay, das merkt ihr dann gar nicht. In dem Fall lassen wir uns mal schauen, also schauen wir mal an, was wir hier Schönes ziehen, oder? Also, Preise. Und, tada, es ist nix wirklich Tolles. Schade. Aber okay, ich habe mein Deck etwas verändert. Und das lief gestern zumindest voll geil. Ich habe 4 Spiele gemacht und alle gewonnen. Also, das ist schon eine krasse Leistung, finde ich. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mal jetzt auf und zeige euch. Und verstehe, und jetzt verliere ich deswegen wahrscheinlich. Das muss immer so sein. Okay, wir machen wieder nur ein Einzelspiel, sonst würde ich immer 2 Spiele gleichzeitig machen. Das ist die große Neuerung eigentlich, ey. Der Typ hier. Und dass wir unsere Zauber alle gegen Nikrim-Zauber ausgetauscht haben. Ja, das werdet ihr dann sehen. Das ist voll geil mit ihm zusammen hier vor allem. Diese zwei sind eine nette Kombination. Ja, schaut, wie gemein der Typ ist. Ja, das ist jetzt wirklich gemein. Aber das kriegen wir hin. Denn ich werde jetzt meinen Conjurer hier um 3 verstärken, dann Conjuring-Strike und den um 3 reduzieren. So, der geht jetzt hoch, weil ich Leben dazu bekommen habe. Ja, immer um 1 plus 1 und wir sind auf 99 Leben wieder. Und dasselbe kann gleich nochmal passieren, dann habe ich wieder mehr Leben, dann hat er 7,7. Ja, ich glaube zwar nicht, dass er es jetzt überlebt, aber man weiß ja nie. Frage ist, ob er jetzt die ganze Zeit hier irgendwelche Leute hinschickt für Instant-Angriffe. Also hier, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ja. Schauen wir mal kurz. Aggressiv, genau. Aber jetzt die ganze Zeit. Nee, er schickt die ganze Zeit nicht nur aggressive Leute herein. Ah, schaut mal, was wir hier haben. Der macht -1/-1 an der Kreatur, wenn er beschworen wird. Und jetzt ratet mal, die haben nur 1. Das halte ich für einen ziemlich geilen Vorteil. So, und mit der Hexe kann ich Kreaturen mit 1 oder weniger Angriffskraft, naja, zerstören. In dem Fall den hier. Zack, und weg ist er. So, damit sind die Gefahren vom Gegner verschwunden. Hehe, und ich habe keine Probleme. So, natürlich will ich auch diesen hier leveln, nicht nur den Conjurer, obwohl er natürlich voll Vorteil hat. Aber wichtig ist vor allem Oros eigentlich. Der, wegen der 4er Version hier, der kriegt dann so viel Leben, ATK und Verteidigung, also Leben, wie ich Leben habe. So. Klingt komisch, ist aber so. Ah, hier muss ich aufpassen. Der Typ ist sehr gefährlich. Der macht dem Gegner aber immer Minus. Also -3, also 3 Karten muss der abwerfen. Ich denke, hier können wir... Ach, wir setzen hier beide hin. So, wenn er den also quasi am Leben lässt, verliert er mal 3 Handkarten und kann nicht mehr kontrollieren, was er da, naja, spielen kann, weil er nur noch 2 Handkarten hat. Ja. Das ist das Schlechte an der Karte. Dafür ist sie unglaublich stark, wie ihr seht. 9, 14, 14, 21, 21. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Schade, jetzt hatte ich kein Epidemic. Hä? Das bringt ihm jetzt gar nichts. So nichts. So. Dann schauen wir mal. Wir machen hier. Packen wir den nochmal hin und dann... Zack, ah, hat er wahrscheinlich nur gemacht zum Leveln. Naja, hätte ich anders gemacht. So. Und da haben wir. Schön, oder? Ah, wir kriegen Lebenspunkte dazu immer wieder. Das ist voll cool. Wenn unser Gegner natürlich Lebenspunkte verliert, das ist das der große Vorteil. Sonst habe ich immer Lebenspunkte nur dazu bekommen, den Gegner aber sehr schwierig sie reduziert. Mit ihm ist das dann deutlich einfacher. Reduzieren plus meine Lebenspunkte erhöhen. Das ist ein Vorteil, den man nicht außer Acht lassen darf. Leider verstärkt er jetzt alles hier, wie ihr seht. Schade, sehr, sehr schade. Das bedeutet, wir werden, wie es aussieht, den hier hinpacken und den hier. Aber das Gute ist natürlich, dass er wieder eine verschenkte Runde hat quasi, außer bei ihm wird jetzt perfekt abgeworfen, was er braucht. Bei mir war das nicht so. Ich habe immer das, was ich brauchte, abgeworfen und das ausspielen müssen, was schlecht war. Das war meistens dann nur, ich war im Rang 2 und habe dann die ganzen 2 abgeschmissen. Es ist traurig, ja, wenn sowas passiert. Hartnäckig, nee, hartnäckig nicht, einfach nur traurig, ja. So, wir verstärken mal unseren Typi.
doppelt. Der kriegt plus 2, plus 3 sogar immer wieder. Das ist doch schick, oder? 15, 15. Naja, jetzt nur noch 15, 7. Aber er hat in jedem Fall überlebt. Und da haben wir noch ein paar andere gute Karten. Der macht jetzt minus 2, minus 2 immerhin. Kann ich auch gut mit der Hexe kombinieren. Deswegen habe ich den im Prinzip auch drin, um die Hexe ein bisschen zu verstärken. Mal sehen, was er jetzt vorhat. Ob er ihn quasi jetzt eins wegbewegt, damit er mir 3 Schaden machen kann und andere Dinge. Oh, den schickt er gleich mal als starken Blocker dahin. Ah, okay, er will mir tatsächlich einfach nur Schaden machen. Im Prinzip könnte ich jetzt den nehmen, aber brauche ich jetzt nicht. Wir blocken den hier einfach damit. Haben wir da 2 gute Karten ausgespielt. Jo, seine Kreaturen sind alle weg. Und meinen geht es eigentlich relativ gut. Oh, damit ist es gerade geil. Denn der kriegt +5/+5 immer wieder dazu jetzt. Und mit dem zusammen und der Karte sind das 2x Leben alleine schon. Und wenn der dann noch durchschlagt, habe ich ihn dreimal aufgepowert. Das sind +15 einfach mal dazu. Oh, der macht glaube ich 7 Schaden dann jetzt. Okay, egal. Soll er machen, wie er gedenkt es zu machen? Wir kriegen jetzt auf jeden Fall sehr viel Leben dazu. Schaut, wir töten den da quasi. So, ist er jetzt ++ hier gegangen. Und dann, weil er nochmal angreift und, naja, ich krieg Leben dazu, wenn er Schaden macht, haben wir jetzt schon einen 31-24er alleine. Das lässt sich doch schon mal sehen. Und wenn der überlebt, kann nächste Runde noch einfach mal ihn nochmal +5 erweitern. Und wenn er nochmal durchschlägt, erweitert er sich ja nochmal. Also, das ist einfach krank. Das ist einfach gerade eine sehr gute Kombination, die ich da habe. Und ich habe gewonnen, ja. Der Gegner hat einfach aufgegeben, wie ihr seht. Das war eben gerade zu heftig. Also, das ist einfach eine unglaublich geile Kombination. Finde ich zumindest. Und bisher klappt sie die ganze Zeit. Oh, oh. Ich habe eine Legendary bekommen. Das ist ja genial. Der Typ ist gar nicht, der ist eigentlich relativ gut. Das freut mich jetzt. Kaum nehme ich auf, kriege ich schon sowas. Also, oh. Ich glaube, ich sollte öfters aufnehmen. Gut, wir können noch ein Spiel machen, weil das hat jetzt sehr gut geklappt. Also machen wir weiter. Mit dem Leben und Tod. So habe ich es genannt. Fand ich ein guter Name. Vor allem jetzt mit dem dazu. Es ist einfach ein unglaublich passender Name, oder? Der ist auch gut gegen diesen komischen Zombie, der immer wieder wie ich beleben kann. Zimus oder wie der heißt. Weiß ich gerade nicht. Gegen den habe ich nämlich immer so meine Probleme. Heftige Probleme, ja. Wir werden mal hier einfach den verstärken und den schwächen. So. Und wir haben schon Plus und Minus gemacht. Zack. Und den verstärkt. Ja, Mann. So. Jetzt machen wir noch minus 2 und dann ist er sogar komplett tot, wenn ich die Witch beschwöre. Oder ich tue nochmal Hungering Strike. Keine Ahnung, ob man das hier ausspricht. Weiß gar nicht, ob das jetzt was mit Hungern zu tun hat. Naja, hungernder Schlag. Hört sich komisch an. In dem Fall, ja. Oh, er macht minus 1 meiner Kreatur. Das ist natürlich furchtbar. Dafür stirbt aber seine Kreatur in jedem Fall. Oder auch nicht. Nun gut, seine Kreatur wird also 2 übrig haben. Jetzt ist die Frage, oh, mein überlebt dann sogar. Dann denke ich, machen wir Hangerin Strike und wir spielen den hier aus. Weil der letztlich die bessere Verteidigung hat. Wir erhöhen hier seine Angriffskraft und machen sie weg. Dann hat ist unser immer noch in der 3-3-Phase immerhin. Und wir haben wieder ein paar Lebenspunkte dazu bekommen. Und dem Gegner natürlich reduziert. Und wenn er stirbt, kriegen wir auch nochmal Lebenspunkte dazu. Zack, 1-4. So, ich nehme jetzt an, ganz stark sogar, dass er hier sterben wird. Ah, okay. Er spielt ein Deck, wo er wieder... Dann wird Zimus dabei sein. Weil wenn der wieder kommt, wird er natürlich verstärkt. Boah, der kriegt Regeneration immer dazu, wenn er für jeden Toten quasi. Jo. So, ich verstehe aber gerade nicht die Kombination. Ist jetzt nicht unbedingt hier großartig. Denke, wir machen es so. Wir packen den hier her. Und verstärken den und schwächen den. Genau, dann tun wir schon mal den einen Glob töten. So. Und haben natürlich wieder hier, der ist dann sicher tot quasi. Und ja, wir können dann in dieser Runde, ich glaube sogar einfach den hier.
Toll. Da habe ich den umsonst versteckt quasi. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich krieg zu viel Schaden, das heißt, ich werde den 6-6er hier aufpacken müssen. Oh, da kriege ich wieder ein bisschen Leben dazu, aber. Ja, das Problem ist, ich werde jetzt hier den 6-6er hinpacken müssen und 3-8 hier. So. Dann haben wir immerhin eine Kreatur getötet, die sonst nervig wäre. Ja, Flamelands ist natürlich voll die Antikarte gegen mich jetzt. Ja, da muss ich aufpassen. Und ordentlich meine Lebenspunkte erhöhen, würde ich sagen. Shit. Den muss ich schnell töten. Richtig schnell. Bevor der zu stark wird. Wie schaffen wir das? Indem ich natürlich hier meinen tollen Typi ausspiele und dann hier für seine Kreatur schwäche. Obwohl, wenn jetzt nur eine Kreatur stirbt, kann ich ihn locker töten, weil er kriegt ja nur +1/+1 dazu für jede tote Kreatur. Das kommt darauf an, was er jetzt so alles ausspielt. Wie ihr seht, wird das also doch eine kräftigere Kreatur, als ich mir erhofft habe. Na gut, dann tun wir hier mal ein bisschen unsere Lebenspunkte erhöhen. Doppelt, weil hier zwei Leute sind. Und plus die Karte, weil die uns selbst noch Lebenspunkte dazu gibt. Und wir haben ihn ziemlich geschwächt. Ja, man sollte mich nicht unterschätzen, nehme ich an, oder? Meine Karten, mein ganzes Alles. Ich bin froh, dass mein Deck so gut funktioniert. Das erste Deck sind lang und das hat ziemlich geil funktioniert, muss ich echt sagen. Showtime, ja. Er macht den Tod jetzt nämlich an. Der hat nur 3-1, deswegen ist das sehr gut dafür. Verstärkt ihn damit automatisch. Und macht meinem hier dann natürlich mehr Schaden. Schade, aber sonst hat er nichts gemacht. Dann würde ich sagen, wir... Aha, wir spielen den hier aus. Und der gibt jetzt +5, glaube ich. Ja, da machen wir einen 5-10er aus meinem. Und wir schwächen den, oder? Warte, dann hat er 4, dann hat meiner 6. Nee, bringt ja nichts, wir schwächen den noch. So, 10-10er reicht ja. Überlebt auch einen immerhin. Und wir haben noch mehr Lebenspunkte dazu bekommen. Und er bleibt bei 6-6 im Moment. Ja. Und mit 10 tötet er im Prinzip jede Kreatur. Naja, das Schlechte ist natürlich, dass er den Gloomfeind ausspielen muss, nur um meinen Crypt Conjurer zu vernichten. Da kann ich dann, hätte ich den geschwächt, hätte er den natürlich besser überlebt. Aber ihr seht, er hat meine Kreatur geschwächt, Gemeinheit. Was kann der? Achso, der wird sowieso jetzt sterben, also brauche ich das gerade nicht lesen. Gut, ja, da haben wir lauten Lärm in meiner Umgebung. Soll ich jetzt wirklich? Ich könnte auch mal die Hexe jetzt einfach ausspielen. Damit sie auch ein bisschen stärker wird, so. Und den dann für Schaden freispielen. So, wir haben hier den Crypt Conjurer wieder und Epidemic. Damit könnten wir uns wieder um ein paar Life Points erhöhen, um 5. Den Gegner um 5 Schaden und wir könnten natürlich Epidemic uns ein bisschen hier... Hilft mir jetzt aber nicht, wenn ich das mache. Nicht wirklich. Vor allem deswegen jetzt. Das war gemein. Dann werden wir es wohl anders angehen müssen. Ich weiß nicht, ich lasse ihn jetzt einfach so, wie er ist, glaube ich. Und schwäche den dann immer durch solche Karten wie den hier. Anders geht's ja gerade nicht, weil sonst werde ich ihm nicht, klein beikommen können. Der ist einfach zu mächtig. So, jetzt nochmal -2 und dann dem hier. Dann würde das, glaube ich, wieder passen. -2 hat er 7. Ja, ich denke, das ist eine gute Wahl. Ja, ja. Mach, wie du denkst, mein Herr. Aber denk nicht zu viel. So. Dann machen wir den -2. Dann hat er 7. 5-7 und stirbt. Ja, hat ihm also nicht so viel gebracht, den aufzubauen, quasi. So, eigentlich wird der jetzt eine geile Kombination, weil er ziemlich viel Life Points, also zweimal aufgebaut wird, dann haben wir wieder 15-15er. Ich glaube, der konnte irgendwas Dummes. Ah, wenn man zwei Zauber spielt, dann... Und er spielt ja teilweise Zauber, die einen dann ermöglichen, noch einen umsonst zu spielen. In dem Fall aber nicht. Okay. Dann habe ich jetzt aber nur +12/+12 quasi. Egal, wir machen den trotzdem jetzt. Und Epidemic, dann
Tun wir mal wieder ein bisschen Lebenspunkte dazu bekommen. So, und natürlich ist er wieder etwas schwächer, haha. Ja, wichtig ist, wir haben hier den zweiten Conjurer, den, des, ich würde sagen, ist schön, er ist gut, gut drauf. Damit können wir den hier auf jeden Fall töten. Er hat noch einen Zauber, muss er ausspielen, dann kriegt er jetzt einen Token, der sich natürlich durch ihn ja stark aufpowert, +6/+6. Also ein mächtiger Token, würde ich sagen, ja. Jetzt hat er hier zwei sogar, die, ach so, die haben, ja, wie ihr seht, spielt er unglaublich viele aus. Ja, das war jetzt noch nicht genug. So, die sterben sofort, deswegen, das ist ihr Nachteil. Okay, wir spielen den aus und weil wir -4 machen, zack, ist einer tot und wir haben wieder Lebenspunkte bekommen. Zack, zack, haha, geht alles mal relativ schnell. Aber dass er zwei gleich beschwört, ist sehr heftig. Zwei, ja, die uns Schaden machen. Ja, ich hätte den vielleicht töten sollen. Das ist jetzt sehr nervig. Ah, er kann aber schon keinen Zauber mehr ausspielen. Okay. Unsere Kreatur ist also geschwächt. Ich würde sagen, wir tun dann hier den aufpowern. Zack. Und den schwächen wir. So, mehr Lebenspunkte, mehr Schaden an ihm und seine Kreatur ist tot. So, mehr wollte ich doch gar nicht. Die war nämlich sehr nervig. Und wir haben immer noch unsere sehr starken Kreaturen, die wir immer wieder mal aufbauen können, während wir seine Schwächen dank Angelines Durek. Also ich denke, er ist schon nicht so... schade, er hat meine Kreatur wieder geschwächt. Das ist natürlich das Nervige an seinem Deck. Ja, an seinem Deck, ja. So nennt man das in Kartenspielen. Die machen mir ja unglaublich viel... ja, reduziert meine Karten unglaublich gerne. Das ist heftig gemein. Aber okay, wir tun jetzt das Einzige, was ich machen kann. Wir verstärken den unglaublich stark und schwächen den unglaublich stark. Zack. Damit ist seine Kreatur da tot. Seine ist sehr schwach und wir kriegen wieder Lebenspunkte dazu. 7. Läuft, oder? Da haben wir wieder diese zwei in Kombination. Wissen wir ja, ist sehr mächtig. So, 6/6. Und tot. Egal, wow. Minus. Wir spielen die jetzt mal so aus und schauen mal, was uns nächste Runde erwarten wird. Vielleicht kriege ich jetzt ein paar gute Zauber. Nee, doch einen auf jeden Fall und nochmal so einen. Das bedeutet, er würde sich dreimal aufpowern wieder, +15. Und ich würde meinen Gegner natürlich ziemlich stark schwächen. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Die 7. Ja, okay, wir können ihn nicht verstärken, weil wir gerade keinen Gegner haben. Ach, Gemeinheit. Egal, wir packen hier noch solche Karten hin. Dann soll mir der Rest egal sein. Dann macht er die zwei eben schwach, während wir hier andere Karten noch haben, mit denen wir ordentlich Rambazamba machen. So, den sollte ich vielleicht auch mal langsam ausspielen. Die Zweier-Variante habe ich jetzt oft genug, glaube ich, ausgespielt, oder nicht? Ja, ja. Soll er machen, wie er gedenkt, wie er es machen will. Wir machen ihm hier auf jeden Fall die Kreatur etwas schwächer. So, und zack. Er hat aber +6 jetzt. Das hilft mir gerade nicht. Wir lassen das dann erstmal so. Ha, und da haben wir schon Han Jirings Dreck und den nächsten Conjurer, den ich ausspielen könnte. Oder den wieder. Überlege ich mir. Ja, ja, muss ich stark überlegen dann auch. Weil, ja, es ist gemein, ist ja der Typ. Auf jeden Fall. +9 gibt er, oder? +9 dazu 7, +9 sind 16. Das passt eigentlich perfekt. Dann können wir den jetzt verstärken. Zack. Und den schwächen wir um 9. Dann ist er kein Problem. Keiner hier, außer dass der Gegner mal wieder mal sehr viel Schaden kriegt. Haha, und da haben wir noch. Also wir kriegen jede Runde gerade so einen Crypt Conjurer und nur Angelin Strike. Das ist schon eine mächtige Sache, oder? Ah, schwächt aber unsere Karten natürlich. Ultimativ. Das ist schade. Aber solange er immer noch Schaden kriegt, ist mir das eigentlich Latte. Latte Macchiato, wie man so schön sagt. Dann können wir jetzt hier hingehen. Und wieder ihn stärken und den schwächen, so. Dann kriegen wir wieder weniger Schaden, während er immer wieder Schaden kriegt. So, ja, mach mal hier. So, jetzt haben wir den Drachen Level 2. Das ist auch eine schöne Sache, oder? Ja, das ist eindeutig schön. Ja, dass er stirbt, war mir schon klar jetzt irgendwie.
Aber dass er nur Zauber spielt, ist aber auch komisch, oder? Wir machen mal hier minus 5. Ja, komm, minus 5. Und wir spielen den Drachen aus. Tja, wenn wir jetzt noch den Dreier-Drachen kriegen, ist es eigentlich um ihn geschehen wahrscheinlich. Aber wir haben erstmal da die Dreier-Vision von Oros. Auch schön, dass wir ihn jetzt haben. Er spielt voll viele Zauber, glaube ich, in seinem Deck. Weil er auf den einen eigentlich theoretisch spielt, aber gebracht hat es ihm jetzt gar nichts bisher. Schade, oder, für ihn? Naja. Schau mal, er kann sogar gegen einen Dreier relativ gut bestehen, also finde ich okay. Da, wir schwächen den mal ganz schön stark. So, dann ist er nämlich auch tot. So, er hat also hier drei starke Kreaturen im Moment auf der Nase und ja, haben wir Oros Level 3. Ich glaube, damit dürfte es so ziemlich vorbei sein mit ihm. Level 4 meine ich natürlich. Also ihr seht schon, mein Deck ist eigentlich relativ mächtig. Vielleicht sind meine Gegner auch alle einfach schwach, ich weiß nicht. Oh, da hat er ihn einfach mal ziemlich, ja, alles geschwächt von mir und zu Tode gemacht, aber schon kommt der Oros Level 4. Zack, zack. Und wir haben 154 Leben gegen 30, also wie will er denn das gewinnen? Da ist jetzt mein Drache auf der Hand, also mein Deck ist einfach furchtbar mächtig. Das macht richtig Spaß, so ein Deck. Eigentlich müsste der Oros jetzt immer schwächen, ja, aber wie will er, er hat Durchschlag, weißt du? Also, ja, tot bleibt tot, würde ich sagen. Schau, ich kann ja jetzt auch noch so einen Schwachsinn machen, dann gibt er aber auch wahrscheinlich, weil ich so stark bin. Da, Battle, zack, tot. 142 minus. Ja! Damit haben wir, tut mir leid, unseren zweiten Sieg errungen. Ich glaube, damit können wir auch die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei der letzten Folge dieser Staffel. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao!